Da ist jemand an der Tür. Wer ist das? Hallo, wie kann ich dir helfen? Du kannst mich durchlassen. Ich will nach Hause. Willst du nicht noch etwas kaufen? Nein, danke. Bist du dir sicher? Es gibt sehr schöne Sachen hier. Ich bin ja gleich da. Entspann dich mal. Paket für Familie Peters. Oh, vielen Dank. Von wem ist es? Ich weiß es nicht. Da steht kein Absender drauf. Okay, danke trotzdem. Guten Morgen, liebe Schüler. Guten Morgen, Herr Kunze. Die Weihnachtszeit ist vorbei. Jetzt wird es wieder ernst. Was meinen Sie damit? Ich muss euch auf das nächste Jahr vorbereiten. Ab jetzt schreiben wir jeden Tag einen Test. Ich will keinen Teppich kaufen. Nein, nicht kaufen. Die Sachen hier sind gratis. Ach so, na dann nehme ich die Gitarre. Nein, nicht die Gitarre, bitte. Warum nicht? Die war echt teuer. Aber wie wäre es mit diesem Schrank? Ist der wirklich gratis? Du bezahlst einen anderen Preis. Aber kein Geld, oder? Ja, kein Geld. Okay, ich nehme ihn mit. Was ist da wohl drin? Hat Martin vielleicht etwas bestellt? Ist es ein extra Geschenk? Ich werde es aufmachen. Hoffentlich gefällt Marie der Kleiderschrank. Immerhin war er gratis. Wer mag keine Gratisgeschenke? In der Geschenkbox ist ein Handy. Hat Martin das für Lisa bestellt? Das Handy klingelt. Soll ich rangehen? Hallo, Marie Peters hier. Du kannst mir nicht entkommen. Wer ist da? Ich werde dich immer finden. Egal, wo du bist. Ich glaube, du hast die falsche Nummer, komische Frau. Das sieht gut aus. Der Schrank passt gut zum Fußboden. Schatz, komm mal runter. Was wollen heute alle von mir? Mama, Papa, wir sind zu Hause. Hallo, wo seid ihr? Und, was sagst du? Das ist ein neuer Schrank. Ja, cool, oder? Wo hast du den gekauft? Ich habe ihn geschenkt bekommen. Von wem? Von so einer komischen alten Frau. Hauptsache, da kommt kein Geist raus. Nein, wie kommst du denn darauf? Mama hat ihr Handy vergessen. Okay, und wo ist sie jetzt? Sollen wir rangehen? Ja, vielleicht ist es wichtig. Du hast recht. Ja, hallo? Denkst du, ich meine es nicht ernst? Ich werde dein Leben zur Hölle machen. Kapiert? Das macht Herr Kunze schon. Der ist mit Sicherheit schlimmer als du. Warte mal, wer ist da? Hier ist Lisa und wer bist du? Oh, sorry, falsche Nummer. Was sollen wir mit dem Ding? Zeug drin verstauen. Okay, wie du meinst. Mama, hier ist jemand für dich. Lisa, gib sofort das Telefon her. Okay, beruhig dich. Mit wem hast du gesprochen? Da war nur so eine komische Frau. Schatz, kommst du kurz mit raus, bitte? Ja, okay. War das am Telefon? Ich weiß es nicht, aber sie war echt sauer. Hat sie dir gedroht? Ja, hat sie. Na, warte, die bekommt was zu hören. Wollen wir Verstecken spielen? Ja, warum nicht? Okay, du fängst an. Okay, ich zähl bis 10. Was ist das für ein Schrank? Hey, du da, komm zu mir. Meinst du mich? Ja, wen denn sonst, du Trottel? Seit wann kannst du reden? Ist doch egal jetzt. Komm zu mir. Samuel wird mich hier gleich suchen. Darf ich mich in dir verstecken? Ja, los, jetzt komm rein. Ist die Pizza schon fertig? Welche Pizza? Hier ist Martin Peters. Ach so, das habe ich verwechselt. Hallo Martin, schön deine Stimme zu hören. Du lässt meine Frau ab sofort in Ruhe, ansonsten bekommst du es mit mir zu tun. Hast du das verstanden? Das will ich hoffen. Ich habe ein Problem mit beiden von euch. Wer zum Teufel bist du überhaupt? Fertig, ich komme. Ganz schön dreckig hier drin und es stinkt. Sorry, ich habe mein Deo vergessen. Ist lange her, dass jemand hier drin war.
Ich weiß, dass du unter dem Bett bist. Jetzt hab ich dich. Hallo, Lisa. Du lässt uns jetzt sofort in Ruhe, oder wir gehen zur Polizei. Die Polizei kann euch nicht helfen. Was soll das heißen? Schau mal nach oben, da kommt eine kleine Überraschung. Was hast du getan? Frohe Weihnachten, Martin. Was ist das da für ein Licht? Du kannst das Licht sehen? Ja, gleich da vorne. Geh dorthin, Lisa. Woher kennst du meinen Namen? Dort wartet eine Überraschung auf dich. Ist es ein Döner mit Käse? Vielleicht. Cool, ich habe Hunger. Hier ist sie nicht. Komisch, Lisa versteckt sich immer unter dem Bett. Wo könnte sie dann sein? Sie ist bestimmt im Keller. Marie, hol sofort die Kinder. Was ist los? Kennst du die Frau? Nein, aber die Rakete kommt immer näher. Der Schrank ist ja riesig. Da vorne ist wieder das Licht. Du hast es fast geschafft, Lisa. Nur noch ein Stückchen. Gleich gibt es Döner. Seit wann steht hier ein Schrank? Das auf dem Boden sind Fußspuren. Sie führen direkt in den Schrank rein. Die müssen von Lisa sein. Jetzt hab ich dich endlich. Lisa, Samuel, wo seid ihr? Wir müssen sofort hier raus. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Martin. Wir müssen uns aufteilen. Ich hole Lisa, du holst Samuel. Wir treffen uns in 2 Minuten wieder hier. Das ist aber ein hässlicher Schrank und er stinkt. Hey, nimm das zurück. Ich bin nicht hässlich. Der Schrank kann reden? Ja, deine Schwester ist weiter vorne, falls du sie suchst. Vielen Dank, Schrank. Lisa, wo bist du? Wir müssen schnell hier raus. Samuel, ich bin es. Bitte komm schnell zu mir. Es wird immer heller. Da vorne ist das Ende. Dort ist endlich mein Döner. Ich habe noch nie so einen großen Kleiderschrank gesehen. Ist der von Ikea? Nein, ich bin nicht von Ikea. Oh nein, die Zeit ist vorbei. 2 Minuten sind rum. Wo bin ich hier? Hallo, ist hier jemand? Wer bist du? Hallo, ich bin Lisa. Und was machst du hier? Ich wollte nur kurz einen Döner essen. Ich bin gleich wieder weg. Warte mal, wie bist du hierher gekommen? Ich bin durch einen Kleiderschrank gegangen. Wieso fragst du? Oh mein Gott, die Prophezeiung ist wahr. Was ist passiert? Wo ist Martin? Und wo sind die Kinder? Bitte sag mir, dass du die Kinder gefunden hast. Nein, ich glaube, sie sind im Keller. Dann müssen wir sofort darunter. Das geht nicht. Die Flammen versperren uns den Weg. Aber irgendetwas müssen wir tun. Es sind unsere Kinder, Martin. Es tut mir leid, Marie, aber wir sind zu spät. Was ist wahr? Du bist es. Wer bin ich? Das Mädchen, das uns alle befreit. Nein, ich bin Lisa. Hab ich dir doch schon gesagt. Komm mit, du musst die anderen kennenlernen. Okay. Lisa, hörst du mich? Ich bin es, Samuel. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Hallo, wer bist du denn? Servus, ich bin Samuel. Schön, dich kennenzulernen, Samuel. Ich bin Else. Wo bin ich hier? Wie bist du denn hergekommen? Durch einen Kleiderschrank. Die Prophezeiung. Also, wo bin ich? Komm mit, ich zeige es dir. Ich darf nicht bei Fremden in die Kutsche einsteigen. Bei uns gibt es Döner. Okay, überzeugt. Die armen Kinder sind noch da unten. Wir müssen die Feuerwehr rufen. Nur die können uns jetzt helfen. Was willst du von mir? Ist mein Geschenk angekommen? Ja, ist es. Sehr gut. Nimmst du mich jetzt ernst? Wer zur Hölle bist du? Und was willst du von mir? Erinnerst du dich nicht, Marie? Denk doch mal nach, was vorgestern passiert ist. Hä? Was ist vorgestern passiert? Marie, hier ist ein Geschenk für dich. Sicher, dass es für mich ist? Ja, es steht dein Name drauf. Du hast recht, das ist wirklich für mich. Von wem ist es? Es ist von Cindy. Oh Mist, das habe ich total vergessen. Ich sollte ihr auch etwas schenken. Hat Marie wirklich kein Geschenk für mich dagelassen? Nein, da war nichts. Das wird sie noch bereuen. Herbert, ich habe jemanden mitgebracht. Wer ist das? Hallo, ich bin Lisa.
Du sollst keine Kinder von der Straße reinbringen. Das habe ich doch schon einmal gesagt. Sie ist nicht von der Straße. Sie ist durch einen Kleiderschrank gegangen. Cindy, bist du es? Du hast mein Geschenk vergessen, Marie. Und deshalb jagst du mein Haus hoch? Ich dachte, wir wären Freundinnen. Aber so behandelt man keine Freunde. Du bist ja völlig bekloppt. Warte ab, das war gerade erst der Anfang. Was als nächstes kommt, wird noch viel besser. Willkommen bei mir zu Hause. Das da ist ein Schloss? Ja, es gehört nur mir. Das ist ja riesig. Ja, und es ist gemütlich. Komm, gehen wir rein. Okay. Feuerwehr München, hallo? Hallo, hier ist Martin Peters. Wir brauchen Sie sofort. Unser Haus brennt. Schon wieder? Ihr Haus brennt echt oft. Kommen Sie jetzt oder nicht? Ja, okay, wir sind gleich da. Glaubst du etwa, sie ist die Auserwählte? Ja, sie muss es sein. Die Beschreibung passt perfekt. Die Auserwählte für was? Wann bekomme ich endlich meinen Döner? Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Okay, aber wenn ich in 15 Minuten keinen Döner bekomme, gehe ich. Martin, bleib du hier und kümmere dich um das Haus. Ich kümmere mich um Cindy. Okay, wie du meinst. Wow, hier sieht es echt cool aus. Gefällt es dir? Ja, es sieht aus wie in einem Märchen. Also, wie bist du nochmal hergekommen? Ich bin in einen Kleiderschrank gegangen. Dann war ich plötzlich hier. Okay, bist du alleine hier? Nein, meine Schwester ist hier auch irgendwo. Können wir sie suchen? Wie heißt sie denn? Ihr Name ist Lisa. Wenn ich Cindy in die Finger bekomme, dann gibt es richtig Stress. Sie hat sich mit der Falschen angelegt. Was will der haarige Typ mir zeigen? Der haarige Typ hat einen Namen. Wohin gehen wir? Das siehst du gleich. Wenn es keine Dönerbude ist, bin ich sauer. Folgt mir. Hier, bitteschön. Ein ganzer Döner nur für dich. Danke, Else, du bist wirklich nett. Eine Frage habe ich noch. Ja klar, was gibt es? Deine Schwester, wie sieht sie aus? Lisa hat schwarze Haare und blaue Augen. Okay, ich werde sie finden, das verspreche ich dir. Wo bleibt die verdammte Feuerwehr? Ich habe vor 10 Minuten angerufen. Wir sind hier, um das Feuer zu löschen. Bitte, suchen Sie zuerst nach unseren Kindern. Ich glaube, sie sind im Keller. Okay, wir geben unser Bestes. Komm, Maria, legen wir los. Komm raus, Cindy. Ich weiß, dass du hier bist. Du musst dich nicht vor mir verstecken. Ich finde dich sowieso. Komm doch rein, Marie. Na schön, wenn du nicht rauskommen willst, dann komme ich eben rein. Da ist sie, die Prophezeiung. Das ist ein Tablet. Ja, auf dem Tablet ist die Prophezeiung. Oh mein Gott. Was steht da drin? Du hast recht. Die Auserwählte heißt Lisa. Also haben wir sie gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Die Auserwählte für was? Ja, meine Herrin, was kann ich für Sie tun? Sir Pupsalot, wir haben einen Eindringling. Wie konnte das passieren? Das wissen wir noch nicht, aber Sie müssen ein Mädchen namens Lisa finden. Okay, ich finde sie so schnell wie möglich. Finden Sie das Mädchen und kümmern Sie sich darum. Okay, ich habe alles verstanden. Das sieht gut aus. Die Flamme wird kleiner. Bald können wir in den Keller gehen. Wo bist du, Cindy? Komm raus aus deinem Versteck. Hältst du mich wirklich für so blöd, Marie? Als ob ich zu Hause bei mir auf dich warte. Ich bin weit, weit weg. Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin einfach zu schlau für dich, Marie. Freu dich nicht zu früh, Cindy. Ich werde dich finden. Ich muss diese Lisa finden. Ich werde jeden Stein umdrehen, bis ich dich gefunden habe. Hier kommt Sir Pupsalot. Was sagst du, Horst? Bist du bereit? Na gut, legen wir los. Du bist diejenige, die Else vom Thron stürzen wird. Wer ist Else? Bin ich in einem Disney-Film gefangen? Nein, das ist leider die Realität. Else ist die Tochter der Königin. Sie terrorisiert uns schon seit Jahren. Was genau macht sie? Isst sie eure Süßigkeiten? Nein, es ist leider viel schlimmer als das. Jeden Monat kam Ritter Ali zu uns. Er hat immer eine frische Ladung Dönerspieße dabei. Das ist doch super. Ich warte schon seit Stunden auf meinen Döner. Wo finde ich ihn? Das ist ja das Problem. Jeden Monat passiert das Gleiche. Die Ritter von Else kommen und sie klauen alle Dönerspieße.
Wir können uns nicht wehren. Ansonsten werden wir bestraft. Also, diese Prinzessin klaut eure Dönerspieße? Hab ich das richtig verstanden? Ja, das hast du. Sie liebt Döner und möchte alles nur für sich haben. Sag das doch gleich. Wir müssen dem ein Ende machen. Das geht ja mal gar nicht. Möchtest du noch einen Döner, Samuel? Ja klar, warum nicht? Du kannst hier so viel Döner essen, wie du willst. Danke, Else, das ist wirklich nett. Die Flamme ist klein genug. Was sagst du, Marie? Gehen wir in den Keller? Gehen Sie in den Keller, Chef. Ich halte hier die Stellung. Danke, Marie. Ich bin gleich wieder da. Hier wird mich Marie nie finden. Ich bin so weit weg. Hier gibt es nicht einmal Netz. Ich bin in einer Hütte mitten im Wald. Wo zum Teufel steckst du, Cindy? Irgendwo musst du ja sein. Komm schon, Marie, denk nach. Streng deinen Kopf an. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich muss umdrehen. Also, wo finde ich diese Tante? Meinst du Else? Ja, natürlich. Wen denn sonst? Sie ist in dem Schloss von Mania. Okay, und wo soll das sein? Es ist in dieser Richtung. Alles klar, dann gehen wir dorthin. Wie stellst du das vor? Wir können da nicht einfach reinmarschieren. Doch, können wir. Jetzt kommt mit. Wie ich es vermutet habe, hier ist alles kaputt. Nur dem Kleiderschrank geht es komischerweise gut. Keine Ahnung, wie der das überlebt hat. Howdy, die Herren. Was willst du hier, Pupsalot? Ich suche ein Mädchen. Ihr Name ist Lisa. Was haben wir damit zu tun? Habt ihr irgendetwas gehört? Bekomme ich für die Information einen Döner? Ich überlege es mir. Sag es ihm. Anscheinend ist jemand bei den Zwillingen zu Besuch. Vielleicht ist es das Mädchen. Vielen Dank. Was ist meinem Döner? Den kannst du dir abschminken. Hier in der Nähe ist die Hütte von Cindys Eltern. Vielleicht versteckt sie sich dort. Wenn sie dort ist, finde ich sie. Haben Sie irgendjemanden gefunden? Person leider nicht. Oh nein, die Kinder! Aber etwas war eigenartig. Was denn? Da unten ist so ein Kleiderschrank. Der war völlig unversehrt. Das muss ich mir anschauen. Der Typ hat recht. Der Schrank sieht aus wie neu. Wie ist das möglich? Das muss ich mir von innen anschauen. Wie lange brauchen wir noch bis zu dem Schloss? Das dauert ja ewig. Wir müssen nur noch den Berg da oben hochlaufen. Dann sind wir schon da. Hoffentlich hat diese Else die Dönerspieße noch. Ich hab echt Hunger. Ich weiß nicht, ob wir da einfach hingehen sollten. Brauchen wir nicht erstmal einen Plan oder so? Nein, Pläne sind für Loser. Okay. Gehen wir weiter. Desto früher wir dort sind, desto schneller bekomme ich meinen Döner. Samuel, du weißt nicht zufälligerweise, wo deine Schwester ist, oder? Nein, leider nicht. Wieso fragst du? Ach, ich würde nur gerne etwas mit ihr reden. Endlich kann ich mich etwas entspannen. Das mit Marie hat mich echt beunruhigt. Jetzt kann ich wieder normal denken. Wie sieht das hier denn aus? Von innen ist der Schrank echt hässlich. Hey, so etwas sagt man nicht. Das heißt heutzutage unattraktiv. Ach so, entschuldige. Warte mal, du kannst reden? Ja, warum bist du so überrascht? Na, du bist ein Kleiderschrank. Na und, wir haben auch Gefühle. Warte mal, hast du meine Kinder gesehen? Ein Junge und ein Mädchen, etwa 12 Jahre alt. Ja, genau, woher weißt du das? Ja, die waren hier. Da oben ist das Schloss von der Prinzessin. Denkst du wirklich, du kannst es mit ihr aufnehmen? Machst du Witze? Ich hatte es schon mit viel Schlimmeren zu tun. Meinst du das ernst? Ja, Else vernasche ich zum Frühstück. Hast du das gehört, Rainer? Bald gibt es wieder Döner. Okay, gehen wir. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Das Haus müsste hier ganz in der Nähe sein. Muss ich links oder rechts? Ich bin mir nicht sicher. Mist, ich habe hier kein Netz. Egal, ich probiere es zuerst mit der Richtung. Wo sind meine Kinder? Wenn du das nicht weißt, dann bist du selber schuld. Hör auf mit den Spielchen. Ich meine es ernst. Siehst du das Licht da vorne? Ja, ich kann es sehen. Wieso? Dort sind sie hingegangen. Vielleicht findest du sie dort. Danke, Kleiderschrank. Wir sind da. Hier ist das Schloss von Else. Lagert sie hier die Dönerspieße? Ja, wahrscheinlich schon. Gut, dann sind wir am richtigen Ort. Da seid ihr ja endlich. Ich hab schon in der ganzen Stadt nach euch gesucht. Oh nein, es ist Sir Pupsalot.
Sir wer? Sir Pupsalot. Ich werde nicht zulassen, dass ihr zur Else geht. Das ist die Hütte. Hoffentlich sind die da drin. Wo sollen denn hier die Kinder sein? Versuchst du mich reinzulegen? Nein, sie waren wirklich hier. Ich schwöre. Dann sag mir, wo sie sind. Du musst nur noch ein Stück geradeaus. Dann bist du bei ihnen. Ich hoffe für dich, du legst mich nicht rein. Sonst mache ich aus dir Holz für den Kamin. Na los, geht schon. Ich halte ihn so lange auf. Du hast keine Chance gegen mich. Ich muss dich nicht besiegen, sondern nur genug Zeit gewinnen. Na los, verschwindet. Pass auf dich auf, Bruder. Wer ist das? Eigentlich weiß niemand, dass ich hier bin. Vielleicht ist meine Pizza endlich da. Wie sieht es hier denn aus? Gruselig, oder? Nein, nicht wirklich. Also, wo ist jetzt diese Else? Ich glaube, ihr Zimmer ist da vorne. Bitte sei vorsichtig, Lisa. Das bin ich immer. Marie, wie hast du mich gefunden? Das war nicht gerade schwer. Wer ist jetzt die Blöde? Bitte tu mir nichts. Du hast meine Kinder auf dem Gewissen. Dafür wirst du bezahlen. Lisa, Samuel, seid ihr hier irgendwo? Ich bin es, Martin. Samuel, was machst du denn hier? Ich hab dich die ganze Zeit gesucht. Bist du Else? Ja, und du bist Lisa, oder? Ja, richtig. Tu mir den Gefallen und gib den Leuten ihren Dönerspieß zurück. Niemals. Leg dich besser nicht mit mir an. Meine Mutter ist die mächtigste Königin auf der Welt. Sie wird dir und deiner Familie... Aua, du hast mich getreten. Gib den Leuten ihren Döner wieder. Okay, ich mach alles, was du willst. Aber bitte tu mir nicht weh. Gehen wir, Samuel. Ich fand die von Anfang an komisch. Papa, wie bist du denn hergekommen? Durch den Kleiderschrank. Und ihr? Ja, wir auch. Komm, gehen wir wieder zurück. Ich ruf nur noch schnell eure Mutter an. Irgendwelche letzten Worte, Cindy? Du hättest mein Geschenk nicht vergessen sollen. War ja klar. Und jetzt tschüss. Was? Die Kinder sind am Leben? Okay, ich komme sofort. Wir treffen uns in 30 Minuten zu Hause. Die Küche ist hinüber. Da kann ich nichts kochen. Kein Problem. Dann gehen wir eben einen Döner essen. Uhu. Lass es dir schmecken, Bruder. Du dir auch. Gebt einen Daumen hoch für den nächsten Teil und klickt auf dieses Video.